Hallo ihr Lieben, ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Ich bin gerade in London in England, habe mich ein paar Tage zurückgezogen, um auch einfach wieder ein paar Impulse zu verarbeiten, die der Herr mir gegeben hat. Heute Mittag habe ich eine alte Bekannte und Freundin getroffen, die ich schon jahrelang kenne. Und im Gespräch mit ihr fing der Herr an, zu mir zu sprechen. Und ich möchte euch das gern weitergeben, weil ich glaube, dass es für einige von euch ermutigt sein wird. Ich habe ja schon in anderen Videos, die ihr auch auf der Facebook-Seite oder auf meiner Vimeo-Seite finden werdet, über gewisse Ereignisse gesprochen, die auch geschehen werden als ein Zeichen, auch mit Wasser, das vom Boden her nach oben kommen wird. Nicht das prophetische Wort bezüglich der Fluten in Deutschland, das hatten wir, aber Wasser, das nach oben kommen wird. Ich habe auch Meldungen bekommen von einigen von euch bezüglich Kölner, in der Kölner Altstadt oder Innenstadt, wo es Wasser nach oben gedrückt wurde durch die Gullis und verschiedene Zeichen auch geschehen sind. Auch in Salzburg hat mir jemand erzählt, ich vergesse das manchmal, weil der Herr manchmal so viel auch redet an den verschiedenen Orten. Und ich stimme mich ja in dem Moment einfach nur zur Verfügung. Auch in Salzburg hatte ich prophezeit bezüglich eines Zeichens des Wassers und der Fluten des Wassers, das in Salzburg kommen würde, ist auch geschehen. So immer wieder sehen wir diese Zeichen auch im Natürlichen, die mit Wasser zu tun haben. Das hat zum einen damit zu tun, dass es ein symbolisches Bild ist, auch für die Gegenwart des Heiligen Geistes, die über allerorts zunimmt. Aber wie es halt auch beim Wasser ist, wenn es nach oben kommt, drückt es Dinge nach oben. So werden viele von euch auch erleben, dass Sachen nach oben kommen. Alte Wunden, alte Verletzungen, verborgene Dinge, die man unterdrückt hat, auch durch Aktivismus, durch verschiedene Sachen, die man getan hat, an die man seelsorgerisch bisher nicht drangegangen ist, aus verschiedenen Ängsten heraus. All diese Dinge kommen jetzt nach oben. Zum Zweiten hat es damit zu tun, dass auch das Wasser im Natürlichen immer wertvoller wird. Ich habe schon vor Jahren immer wieder gesagt, aus einer Offenbarung vom Herrn her auch, dass Wasser sehr, sehr teuer mal sein wird. Dass auch Länder, die Wasservorkommen haben oder auch Menschen, die Land besitzen, wo man auch Wasser finden wird, dass es mal sehr wertvoll sein wird. Also Wassermangel wird weltweit zunehmen und doch wird das Wasser teurer werden dadurch auch in der Zukunft. Ein Bild auch dafür, wie mehr und mehr Hunger entstehen wird im Land nach dem lebendigen, richtigen Wasser, weil die Menschen haben mehr und mehr erkannt, dass auch aus falschen Quellen getrunken wurden. Zum Beispiel, wie ich auch schon oft erwähnt habe, im geistlichen Bereich die Quelle Wort und Geist, diese Bewegung, eine total falsche, verblendete Bewegung mittlerweile. Und auch anderen Wasser in der ganz normalen Kirche, der Entertainment-Kirche, wo Leute nur beschäftigt werden, Beschäftigungstherapien, Projekte über Projekte, und auch Entertainment, die Leute zu bedienen. Leider auch Entertainment im prophetischen Bereich, wo Menschen sprechen, um den Menschen zu gefallen, um noch weiter eingeladen zu werden. Und der Herr hat da in meinem Herzen sehr gearbeitet, hat mich dadurch viele Prozesse geführt. Und mich hat es dahin gebracht, dass ich schon vor einiger Zeit gesagt habe, ich möchte das sprechen, was der Herr sagt. Und nicht das, was vielleicht Menschen erwarten. Aber ich habe heute auch eine gute und ermutigende Nachricht für euch, wie es oft so auch vom Herrn ist. In all dem Trubel, das herum geschieht, auch mit den Kriegsmahnungen und den Ängsten, die da sind. Und ich bekomme E-Mails, Leute fragen, was geschieht? Soll ich mir Vorrat anlegen? Wird ein Krieg kommen? Ich kann nur so viel sagen, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Nicht aus Angst heraus reagieren, aber natürlich in Zeiten wird es den Herrn fragen. Ich habe schon seit Jahren auch immer wieder davon gesprochen, auch inspiriert vom Heiligen Geist und durch Dinge, die er bewegt hat, dass es nicht schlecht ist, sich gewisse Vorräte auch anzulegen, aber nicht aus einer Angst heraus und nur wenn es auch möglich ist, weil Ereignisse geschehen werden, was auch immer die verbunden sind. Es werden Zeiten und Ereignisse geschehen, wo manchmal fluchtartig in den Läden Dinge ausverkauft werden. Ich sage nicht, dass das jetzt schon so ist. Ich möchte auch nicht sagen, renn jetzt gleich los, sondern ich möchte dich einfach ermutigen, frag den Herrn für dich persönlich wieder. Wenn du offen bist, wird er reden. Worum es mir aber geht, ist, der Herr sprach zu mir heute, dass die Zeit, die jetzt auch kommt für viele,
ist eine Zeit des Sichtbarwerdens der Josefs. Josefs war lange verborgen, Josef ging viel Leid durch, Josef wurde missverstanden, Josef wurde falsch verurteilt. Josef musste dienen und manchmal wie ein Sklave arbeiten und kam an die dunkelsten Orte, an die Orte da, wo die Vision stirbt, und viele von euch sind diese Dinge durchgegangen. Und ich meine, ich rede wirklich von diesen Dingen, wo man meint, man kann es nicht mehr ertragen, wo man nicht mehr weiß, was ist am nächsten Tag, wo man nicht mehr weiß, wird jemals das Licht kommen, wo man nicht mehr weiß, stimmt das Wort überhaupt, das Gott zu mir geredet hat. Aber viele werden erleben, und es hat schon begonnen bei einigen, wie auch meiner Bekannten, die ich heute getroffen habe und die ich sehr schätze, dass die Gunst des Herrn auf ihnen ist, dass Leute gesegnet wurden in deinem Familienbereich um dich herum, die noch nicht mal so den Glaubensweg gegangen sind oder vielleicht auch gar nicht an Jesus glaubten, die wurden gesegnet um deinetwillen. Der Segen, der auf dir liegt, ist so stark, dass er Familienmitglieder gesegnet hat. Und Leute werden das jetzt erkennen. Und Leute werden dich wertschätzen. Und Leute werden dir Gunst bringen. Sie werden es erkennen. Die Gunst Gottes ist auf dir. Die Zeit des Sichtbarwerdens der Josefs ist da. Aber jetzt kommt es wieder. Es sind nicht die Dinge, wie wir oft dachten, wo auch manche Sachen entstanden sind, die nach außen den Anschein haben, wie wenn es die Josefs-Generation ist, wie wenn es die Josefs-Vernetzungen sind, wie wenn es die Geschäftsleute sind, die jetzt das Ding hier zum Laufen bringen, sondern es sind die Josefs, die durch die Dunkelheit gegangen sind. Es sind die Josefs, deren Herz frei ist von Korruption. Es sind die Josefs, denen dieser Reichtum der Welt nicht mehr das Herz stillt, nicht mehr das Herz von ihrem Herrn wegstillt, und darum kann es Gott ihnen jetzt anvertrauen. Die, die erlebt haben und sagen können wie Paulus, in wenig habe ich den Herrn geehrt, jetzt kommt deine Zeit, in viel wirst du dem Herrn ehren. Und du wirst den Reichtum nicht für dich bekommen, sondern du wirst ihn bekommen, um die Menschen um dich herum freizusetzen, zu segnen, zu helfen. Das wird sich zeigen in verschiedenen Ideen, die jetzt auch vom Himmel her freigesetzt wurden. Geschäftsideen, neue Geschäftsprinzipien auch, neue Entwicklungskonzepte. All diese Dinge, die freigesetzt werden. Es ist ein Hunger da, den der Herr jetzt freigesetzt hat und noch weiter freisetzen wird in der säkulären Welt nach Menschen, die nicht, deren Herz nicht korrupt ist, sondern denen man vertrauen kann. Und jetzt wird der Herr die positionieren. Gleichzeitig werden wir erleben, wie viele christliche Geschäftsleute, die ihr Herz nicht bewahrt haben über die Jahre, von einem Tag auf den anderen Dinge verlieren werden, wie sie herausgenommen werden aus ihrer Position des Einflusses, weil ihr Herz korrupt wurde. Dinge werden offenbar werden, wo sie viele getäuscht haben, auch im Leib Christi, durch die finanziellen Möglichkeiten, die sie hatten. So bitte ich dich, wenn es dich betrifft, den Weg des Umdenkens und zu Gott sich fokussierens zu gehen und ihm zu bitten, zu vergeben und neu sich auszurichten. Ansonsten wirst du aus dem Rennen genommen und du wirst, so wie Josef von einem Tag nichts hatte und dann viel hatte, wird es bei dir den umgekehrten Effekt haben. Die Josefs werden hineingenommen in das Meer, weil der Herr ihr Herz geprüft hatte, weil der Herr gesehen hat, dass sie treu waren, weil der Herr gesehen hat, dass sie nicht aufgegeben haben. Die, die sich in die Position des Josefs begeben haben oder durch gute Entscheidungen, durch eigene Kraft, durch glückliche Umstände in die Position kamen, aber die ihr Herz nicht vor Korruption bewahrt haben, sondern ihren Reichtum benutzt haben, um Dinge auch im Reich Gottes zu manipulieren, um sich selbst in Position zu bringen, um sich selbst Gemeinden und Einfluss einzukaufen, die werden von über Nacht rausgenommen. So wie du es bekommen hast, wirst du es wieder verlieren über Nacht. Es ist eine liebevolle Warnung vom Herrn auch, aber glaub mir, ich hoffe, dass die Furcht Gottes auf dich kommt, wenn du es hörst. Wenn du da mit dem Herrn spielst, wenn du dein Herz in deinem Herzen denkst, dass das, was du da hast, du dir da alles erarbeitet hast und dass es bei dir ist, dann erinnere ich daran, der Segen des Herrn alleine macht reich. Das, was du hast, ist nur da, weil der Herr es dir gegeben hat und weil der Herr es erlaubt hat. Weil er an dich glaubt, weil er dich lieb hat und noch will, dass du in deinem Herzen umkehrst. So löse dich von aller Korruption, löse dich von allem Menschen gefallen wollen, löse dich von allem finanziellen Mitteln nutzen, um Menschen zu beeinflussen, und ordne dich dem allmächtigen Gott wieder und der von dem allen Segen kommt. Wir werden das sehen, wir werden das erleben und auch mehr sehen jetzt, wie diese Josefs, von denen der Herr gesprochen hat, sichtbar werden. Aber die werden nicht kommen, um große eigene Netzwerke wieder zu gründen. Die werden nicht kommen, um wie in einem Network-Marketing-Schema an anderen wieder mitzuverdienen durch das, was sie gelernt haben, und dann wieder sich zu bereichern, sondern die werden da sein, so wie es bei Josef war,
und die Welt wird zu ihnen kommen. Die Welt wird zu ihnen kommen. Das wird nicht zu einem sein. Josef war ein Bild auf Jesus, so wird es nicht sein, dass sie diesmal alle zu einem kommen, aber die Welt, die Menschen dieser Welt werden schauen, wo sind diese Josefe? Sie werden schauen, wo sind diese, in dem der Geist der Weisheit ruht, in dem der Geist der Interpretation ruht, der Auslegung ruht, dieser prophetische Geist, dieser Geist der Weisheit in der Offenbarung, und sie werden von ihnen Rat annehmen. Die Pharaos, die Leute in einflussreichen Positionen, gleichzeitig sehe ich, wie ein Zusammenschluss von Geschäftsleuten kommen wird und das geschehen wird, wofür ich auch schon eine Zeit lang bete, dass eine Gruppe von Geschäftsleuten anfangen wird, sich diesem Herkules im Bankensystem zu stellen, dass sie versuchen werden, durch gewisse neue Produkte, die sie auf den Finanzmarkt bringen, auch diesen Herkules zu schüttern. Das wird für eine kurze Zeit sehr, sehr vielversprechend aussehen. Und dann wird das Herz wieder geprüft auf Korruption, ist es dem Herrn oder nicht. Und ich glaube, dass wir da auch in der Presse etwas lesen werden von einem neuen herausfordernden Banken- oder Finanzsystem oder finanziellen Vereinigung. Und es wird nichts vom Feind sein. Da werden Menschen involviert sein, die die Werte Gottes haben, die Christen sind, aber auch manche, die nicht als solche anerkannt werden im allgemeinen christlichen Kreis, weil sie nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen, aber in ihrem Herzen tragen sie einen Gottesdienst mit sich und haben eine Beziehung zum Herrn. Und die werden sich finden, die werden sich vereinigen und man wird davon hören und sie werden ein Sprachrohr sein. Und diese Leute brauchen Gebet, weil in ihrer Mitte wird ein Judas sein, der versuchen wird, das Ganze von innen her zu zerbrechen. So, ihr Lieben, interessante Zeiten. Lasst uns einfach vor dem Herrn stehen und ihm weiter vertrauen. Der Herr weiß, die Seinen zu bewahren, so fürchte dich nicht. Aber wenn du einer dieser Josefs warst, der 10, 15 Jahre durch die Dunkelheit ging, wo es aussah, du hast gearbeitet und es war umsonst, ich möchte dich ermutigen. Deine Zeit kommt, deine Zeit ist schon da. Leute werden es jetzt sehen. Die Gunst des Herrn ist auf dir. Das ist eine Zeit der Gunst des Herrn. Ich segne euch mit der Liebe des Vaters hier aus London und hoffe, dass es euch ermutigt. Alles Gute, bis wir uns wieder sprechen.